Die kulinarische Grillpfeife US-Tour macht in Ohio Halt, wo eines der 20 most iconic foods in America zubereitet wird, das Cincinnati Chili. Wenn ihr wissen wollt, wie wir das zubereitet haben und warum das Chili im Namen etwas in die Irre führt, schaut euch einfach dieses Filmchen bis zum Ende an. Grill 5-0. Ohio ist Teil des Corn Belts und hat einen großen Agrarsektor. Doch die knapp 12 Millionen Einwohner verdienen ihr Geld hauptsächlich im Maschinenbau oder in der Produktion von Werkzeugen und Elektrogeräten. Stahlgiganten wie AK Steel oder etwa der Reifenhersteller Goodyear sorgen hier für zahlreiche Jobs. Die Hauptstadt Columbus, Cleveland und Cincinnati sind die drei größten Städte und bilden gleichzeitig die Ballungszentren Ohios. Stolz ist man auf den wohl bekanntesten Sohn des Staates, Neil Armstrong, dem ersten Mann auf dem Mond. Weniger bekannt sind die Brüder Tom und John Kiratjew. Dabei haben sie das Nationalgericht, das Cincinnati Chili, erfunden, das wir heute zubereiten wollen. Für das Gericht benötigen wir 500 Gramm, wenn es geht, mageres Rinderhack, eine kleine gewürfelte Zwiebel und mindestens drei gepresste Knoblauchzehen. Wir verwenden Apfelessig und Wustersoße, nicht unbedingt die Dresdner, sondern versucht hier die englische Version zu bekommen. Des Weiteren brauchen wir eine Dose passierte Tomaten. Die Fleischsoße lebt von ihren Gewürzen. Wir fangen beim Salz an und gehen gegen den Uhrzeigersinn weiter mit Chilipulver, mit gemahlenen Nelken, gemahlenem Piment, gemahlenen Cayennepfeffer, gemahlenem Zimt, gemahlenen Kreuzkümmel, schwarzen Pfeffer und Lorbeerblättern. Die genauen Mengenangaben wie immer in der Videobeschreibung. Letztendlich verwenden wir noch Risa Fitmacher Spaghetti, die wir uns nebenbei noch köcheln werden. Und als finale Garnierung benötigen wir geriebenen Cheddar und eine kleine, wirklich schön fein gewürfelte Zwiebel. Das waren sie, alle Zutaten für das Cincinnati Chili. Wir haben unseren Bräuking etwas vorgeheizt, doch wir starten heute anders als sonst gewohnt mit einem kalten Dutch Oven, und zwar den 4,26er von El Fuego. Genauso wenig beginnen wir heute mit Hackfleisch anbraten oder dergleichen, nein, die Fleischsoße wird mit einem Liter kaltem Wasser angesetzt. Hier geben wir dann das Hackfleisch hinein und fangen an, es unter Rühren schön zu zerbröseln, also so im Wasser aufzulösen. Die mittleren Brenner haben wir auf kleine Kraft gestellt und geben nun nach und nach die Zutaten hinein. Wir beginnen ganz einfach mal mit den Zwiebelwürfeln. Dann folgen die gepressten Knoblauchzehen, auch hinein damit. Und einfacher kann Kochen nicht sein. Unsere vorbereiteten Gewürze lassen wir galant vom Teller in den Dutch Oven gleiten. Dabei die Lorbeerblätter nicht vergessen, und dann rühren wir das Ganze schon mal schön ein. So, was haben wir noch an Zutaten? Ach ja, hier haben wir noch die Wustersoße. Ein Esslöffel davon soll in unsere Fleischsoße hinein. Die gleiche Menge vom Apfelessig noch hinzu und schlussendlich noch die passierten Tomaten aus der Dose hinein. Rühren wir das Ganze nochmal schön um, stellen die Brenner dann unter dem Dutch Oven auf volle Hitze, denn das soll jetzt erstmal aufköcheln. Deckel drauf, Klappe zu vom Broilking, und nun heißt es abwarten. Nach 15 Minuten checken wir das Ganze mal und liften den Deckel vom Dutch Oven. Das ist schön aufgeköchelt, nun heißt es Hitze reduzieren, nochmal etwas umrühren, denn es soll nun mindestens 3 Stunden nur ganz leicht simmern. Wir geben den Deckel nochmal drauf, wobei wir in der letzten Stunde den Deckel dann runternehmen, denn die Flüssigkeit soll dort noch etwas reduzieren. Es gibt nun weiter nichts zu tun, als ab und an mal die Flüssigkeit zu checken. Zeit für euch zu checken, ob ihr Grill 5-0 überhaupt abonniert habt. Gebt uns einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, ballert Kommentare, alles kostenlos für euch, für uns aber ganz wichtige Dinge, um bei YouTube weiter nach vorn zu kommen. Dankeschön!
3,5 Stunden hat die Fleischsoße jetzt vor sich hingesimmert. Zwischendrin haben wir mal einen halben Liter Wasser aufgefüllt. Die letzte Stunde haben wir, wie gesagt, den Deckel runtergelassen, damit das ausdämpfen konnte. Ihr seht, wenn die Konsistenz dann so aussieht, ist die Soße fertig. Wir können den Topf runternehmen und rübergehen zum Anrichten und Verkosten. Die mazedonischen Einwanderer Tom und John Kirjatjev kreierten bereits 1922 das Cincinnati Chili, um ihr relativ mies laufendes griechisches Restaurant namens Empress ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Um das Ganze dann noch etwas spezieller zu machen, führten sie das sogenannte 5-Way-System ein. Das heißt, man konnte und kann auch heute noch sein Cincinnati Chili in 5 unterschiedlichen Varianten bestellen. 2-Way bedeutet ganz einfach Spaghetti und Chili. 3-Way bedeutet Spaghetti, Chili und Käse. 4-Way Bean bedeutet Spaghetti, Chili, Bohnen und Käse. Und 5-Way Spaghetti, Chili, Bohnen, Zwiebeln und Käse. Wir basteln uns aber heute die 4-Way Onion Variante zusammen und nehmen Spaghetti, die wir hier schon vorgekocht haben, und geben etwas von dem wunderbaren Chili obendrauf. Ja, wir haben gesagt 4-Way Onion Variante, das bedeutet jetzt folgen mal die Zwiebeln. Und zwar schön klein geschnittene, wie anfangs schon angesagt, geben wir jetzt hier drüber. Auch nicht zu viel, dass es nicht vorschmeckt, das sollte reichen. Und last but not least noch einen ordentlichen Schlag von unserem Cheddar. So, nun geht es endlich mal ans Verkosten. Ich kann es auch kaum noch erwarten. Unheimlich lecker, wahnsinniger Geschmack. Also ganz ehrlich, wie erwartet, das hat jetzt nichts mit einem Chili con Carne zu tun, sondern erinnert eher an eine griechische Nudelsauce. Der Kreuzkümmel, der Zimt, die Nelken, der Piment lassen es eher mediterran oder fast schon orientalisch schmecken. Es kursieren übrigens Varianten mit Schokolade als Inhaltsstoff. Das soll aber laut dem Buch vom Autor Dan Willard, The Authentic History of Cincinnati Chili, im Original gar nicht enthalten gewesen sein. Genauso ist es nicht mehr ganz zu klären, ob man es gleich isst, wie wir es heute gemacht haben, oder ob man es wirklich eine Nacht kalt stellen sollte, am nächsten Tag das Fett abschöpft, nochmal erwärmt und dann isst. Es ist also wirklich nicht mehr zu klären, ob das im Originalrezept so gewesen ist. Egal, Fakt ist, ihr könnt das ruhig mal nachmachen. Es ist unheimlich lecker. Beide Daumen hoch. Vielleicht mal als Alternative zur klassischen Bolognese. Bringt einfach mal einen anderen Geschmack bei euch zu Hause auf die Spaghetti. Ja, Freunde, das war ja der 10. Teil der kulinarischen Grill 5-0 US-Tour. 40 Bundesstaaten liegen noch vor uns, das heißt auch 40 typisch amerikanische Gerichte warten noch verfilmt zu werden. Bleibt uns einfach weiter treu und so verpasst ihr keinen Teil dieser Reihe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Filmchen, euer Cowboy von Grill 5-0.